Die Firma BioNTech hat erste Einblicke in ihre Impfstofffabrik in Marburg gewährt. Mitte Februar startete das Werk hier mit der Vorproduktion seines Corona-Impfstoffes. Jetzt hat die Europäische Arzneimittelbehörde die Produktion zugelassen. Damit kann die Auslieferung im April starten. Wir produzieren hier die ersten Schritte. Das ist vor allem die Wirkstoffproduktion, also die eigentliche mRNA, nach Reinigung und Verpackung in die Lipid-Nanopartikel, wie es sich heißt. Wird es dann weiter transferiert in das Abfüllwerk, wo es in kleine Glasfläschchen abgefüllt wird und von dort aus weitergeschickt wird zu den jeweiligen Impfzentren. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren hier an 7 Tagen in der Woche. 250 Millionen Dosen will BioNTech Marburg in der ersten Jahreshälfte bereitstellen. Für das Werk rechnet BioNTech mit einer Kapazität von 1 Milliarde Dosen pro Jahr.